Hey Leute, willkommen zurück zu Vampire Hunters. Wir machen da mal direkt weiter und nehmen gleich eine neue Klasse. Ich gehe mal ganz kurz ins Skilltree, beziehungsweise wir wechseln erst die Klasse und ich gehe die einfach der Reihe nach durch. Dann spielen wir jetzt einen Berserker. Ich glaube jetzt am Anfang, ganz ehrlich, wenn man damit neu startet, würde ich glaube ich einen Paladin empfehlen. Wegen der Eigenheilung auch. Und Crowd Control und Ausdauer hat halt wenig Schaden. Ich bin ja mehr so der Berserker-Typ. Aber mit Low Mobility, jetzt ohne irgendwas großartig freigeschaltet zu haben, ist vielleicht nicht so praktisch. Gut, wir gucken mal bei dir ins Skilltree rein. Und da haben wir Revenge. After taking damage, receive plus 50% damage for 10 seconds. Oh, das ist natürlich schon krass, aber man muss halt Schaden nehmen. Und je höher die dann im Level sind, die Gegner, oder je stärker die sind, desto mehr Schaden kriegen wir. Dann am Anfang ist das noch okay. Aber ne, man bräuchte halt eigentlich schon Heilung. Max HP um 5 erhöhen. All Weapon Damage erhöht. Ja, das auf jeden Fall. Aber sowas von. Aber wir haben keine Punkte mehr. Okay, das brauchen wir auch dafür. Dann schauen wir hier nochmal ganz kurz rein. Was brauche ich denn hier nochmal genau für? Das sind auch, genau, Boss-Tokens. Ach so, okay. Your Progress heißt das einfach. Das ist Upgrade Coins. Okay. So. Dann brauchen wir dafür 3. Dann würde ich maximal erstmal überall Damage erhöhen. Und vielleicht, ja, Speed und Leben, so die Richtung. Diese ganzen anderen Sachen. Blood Ability Duration würde ich halt erstmal hinten anstellen. Invincibility Timer auch. Max HP kommt halt so ein bisschen auf die Klasse an. Beim Scout würde ich, für den Scout würde ich das nicht nehmen, aber das gilt ja sowieso für alles. Aber trotzdem ganz nett. Aber die anderen würde ich trotzdem generell als wichtiger einschätzen. Collect Distance auch ganz hinten anstellen. Reload Speed, das wäre auch noch ganz gut. Also Damage, Reload Speed. Hier so ein bisschen Speed. Und Potion Heal, weiß ich noch nicht, wie viel Unterschied das macht. Luck dann noch, irgendwie so die Richtung würde ich das nehmen. Gut, dann gucken wir mal nach der Waffe. Und du startest mit der standardmäßig mit einer Machine Gun. Und er hat jetzt auch 3 unterschiedliche Waffen zur Auswahl. Und Shotgun, Launcher, Machine Gun, das klingt schon mal alles richtig cool. Ich weiß nicht, wie gut das ist oder wie sinnvoll. Also generell so Sachen für kurze Distanz würde ich vielleicht dann eher, da würde ich eher den Paladin nehmen. Wir nehmen Machine Gun, weil Launcher am Anfang finde ich dann doch eher schwierig. Kommt drauf an. Weil 2 Schuss Munition und dann direkt wieder Reload. Du hast ja halt direkt 30 Schuss Reload Time von 3. Ja, dann starten wir mit Machine Gun. Und ich tue es jetzt einfach. Da wollte ich nochmal ganz kurz gucken. Aber was ich sagen wollte, ich tue es einfach. Ich nehme jetzt mal Corrupted Necropolis. Dann schauen wir uns die auch mal an. Ich habe halt keine Ahnung. Ich habe die noch nie gespielt. Sieht man hier auch wunderbar. Mission? Was ist das denn? The Mission. No Endless Mode Constellation. Ach so, okay. Aber ist das nicht dasselbe? Ich weiß jetzt nicht, worin sich das unterscheidet. Gut, ist jetzt aber auch erstmal egal. Wir starten einfach damit. Constellations lasse ich jetzt erstmal aus, weil ich werde so halt eh drauf gehen. Hat man letztes Mal schon gut gesehen. Ich hatte da irgendwie 196.000 Punkte. Mit meinem anderen Speicherstand, da hatte ich irgendwie knapp 600.000 und da hatte ich aber auch schon ein paar Upgrades. Das könnte jetzt hier ein bisschen schwierig werden, an Kisten zu kommen. So, und ich muss das ein bisschen leiser machen. Und es sind dann halt auch wirklich andere Gegner pro Karte. Das ist auch... Es sind doch andere Gegner, oder? Ich glaube. So, Damage von 12 auf 22 oder vielleicht noch eine Machine Gun. Das wäre dann nur 12 Damage. Aber das ist dann halt auch... Wobei, direkt von 30 auf 35 Ammo hoch. Garlic Gun, Shotgun würde ich jetzt nicht nehmen. Wie die hier funktioniert, müsste ich auch nochmal gucken. Aber ich nehme jetzt erstmal von den... Also Waffen, die ich erstmal einschätzen kann. Hold the Trigger... Das ist schon ganz cool. Ich jetzt am Anfang sind die noch nicht so stark. Ich glaube, am Anfang würde ich dann auch eher sagen, wir nehmen mehr Waffen. Dann können wir auch mehr schießen, bevor wir so gesehen nachladen müssen.
Die Sache mit Crit ist halt jetzt wieder so ein bisschen schwierig momentan. Wir haben 1%. Hätte ich jetzt über Talente schon so, weiß ich nicht, 10% oder durch Upgrades, würde ich dann versuchen, vielleicht auch mal auf Crit zu gehen. Kombination mit, ja, Reload Time Reduction, irgendwie so die Richtung. Aber diese ganzen anderen Sachen hier, ne, ganz ehrlich, Collect Distance finde ich nicht so toll. Ist ganz nett, aber hilft mir jetzt nicht so wirklich. Und Cursed Sword? Ich würde es mal nehmen. Reload Time ist halt auch nicht so hoch, aber wenn ich das bei diesen ganzen Sekundärwaffen sehe, die sind halt alle sehr hoch. Aber ich glaube, das bringt mir jetzt momentan... Ich habe halt nicht viel Crit. Und solange ich nicht viel Crit habe, ist das auch so ein bisschen... nutzlos. Aber ich finde es schon richtig cool, dass man wirklich auch das so einstellen kann. Also, dass es jetzt hier alles schießt automatisch. Aber man kann es halt auch so einstellen. Ach komm, du gehst mir jetzt ganz schön auf die Nerven, Kollege. Ich drücke jetzt mal F, weil es dauert sonst viel zu lange. So, Upgrade. Ich glaube, ich nehme mir schon mal Upgrade, weil dann gleich noch mehr, wenn da gleich noch mehr von kommt, ich brauche auf jeden Fall mehr Schaden. So, Cursed Sword Upgrade. Er hat jetzt nicht so viel Movement Speed. Also ich würde schon sagen, also generell auch in anderen Spielen, die Vorteile, die man hat, verstärken und die Nachteile eher so ein bisschen ignorieren. Kommt halt auch immer drauf an. Deswegen Speed nehme ich dann eher nicht. Sehen wir das hier auch plus 0%. Okay, ja, nee. Bombe hätten wir hier noch. Reload Time 22. Also wir haben... Wir können die auch upgraden oder... Nee, komm, nehmen wir die Bombe. So, auf 3. Kann Gegner verlangsamen. Brauchen wir erstmal nicht. Flamethrower will ich, glaube ich, auch nicht nehmen. Und Rerollen hier können wir einmal kostenlos machen, will ich auch nicht. Also wenn ich die Waffen upgraden kann, die ich habe, mit denen ich auch spielen will, dann nehme ich halt die Upgrades dafür, wenn das alles andere nicht taugt. Ansonsten... Ach komm, schon. Ja, ich konzentriere mich viel mehr auf die fliegenden Typen. Weil ich irgendwie die Hoffnung hatte, dass sie schneller umfallen, aber tun sie nicht. Lassen aber auch mehr XP liegen. So, Crit, Reload Speed. Reload Speed wäre schon eher was als Crit. Dann nehmen wir Reload Speed. Gerade so die Bombe ist am Anfang schon praktisch. Hinter mir sind halt auch schon wieder welche. Haben wir auch so einen Typen, die halten halt gefühlt irgendwie auch mehr aus als auf der ersten Karte. Oh, komm schon. Komm schon. Ich brauche auf jeden Fall Waffen-Upgrades, weil das... Nee, das dauert zu lange. Das dauert wirklich zu lange, von 30 auf 44. Und Rampage. Gut, damit kann ich, glaube ich, nicht so viel anfangen. Aber allein der Schaden. Irgendwo haben wir jetzt hier eine Kiste. Da oben, da war ich jetzt noch gar nicht. Wo kommt man hier durch? Kiste brauche ich halt schon. Können wir die noch alle mitnehmen? Wo ist denn die Kiste? Hier. Machine Gun 5. Nicht mehr Damage, mehr Ammo. Gut, wenn man den Weg geht, dann braucht man vielleicht auch nicht unbedingt so sehr Reload Speed, weil die geht sowieso dann so runter. Ha. Wir haben bisher auch nur 2 Waffen. Ich nehme jetzt noch eine Machine Gun mit.
bräuchte halt echt Slow, glaube ich. Oh Gott, ja, das... Gehen wir erstmal wieder runter. Der ist ja schon ganz schön nervig. Aber jetzt fällt er auf jeden Fall auch schneller um. Gut, mehr Damage. Das, die 5% würde ich halt schon nehmen. Hier für ein Upgrade macht auch mehr Schaden. Reload Time ist halt aber auch... Ich glaube, da nehme ich generell mehr Damage. Ich brauche generell mehr Damage. Kommt schon wieder einer an. Das Problem ist halt, die lenken mich die ganze Zeit ab. Kommen die auch noch? Die sind halt auch super nervig. Oh, hallo. Dich habe ich nicht gesehen. Die Bombe flog da jetzt ein bisschen durch. Submachine Gun würde ich, glaube ich, nicht mitnehmen. Dann nehmen wir hier für ein Upgrade. Ich bräuchte halt noch... Oh, hallo. Ich habe schon fast kein Leben mehr. Ha. Wie komme ich denn da hin? Da muss ich wahrscheinlich da hoch, was gerade ein bisschen schwierig ist. Wobei, wir können da hoch. Ich glaube, das ist jetzt fast schon ein bisschen spät dafür. Mehr Waffen, eventuell. Nimm jetzt hier mal Raven mit. Den hatte ich auch schon mal auf der alten Karte. Der umkreist einen einfach die ganze Zeit. Oder hat eine Zeit lang und dann, weiß ich nicht, war dann Cooldown bei. Ja, das wird jetzt wieder schwierig. Das ist halt das Blöde, wenn man die Karten nicht kennt. Ist auch noch ein Boss gespawnt. Läuft. Und kriege ich dich noch? Ich krieg dich noch. Und auch Pulse Gun weiß ich nicht. Machine Gun Upgrade, mehr Schaden. Eine ganze Ecke mehr Schaden. Nehmen wir. Oh Gott. Schwierig, schwierig, schwierig. Da komme ich nicht mehr durch. Oh. Ja, nein, vielleicht. Ja, nicht so. Was haben wir denn hier? After using your special ability, verschießt 8 Pfeile. Okay, das ist jetzt nicht so das, was ich nehmen würde. Ich habe jetzt hier eine extrem blöde Position, weil ich an die Kiste einfach wollte. So, das sind jetzt 2 Raben. Weil jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ich könnte halt gucken, ob ich... Wo geht denn das hier hin? Aber mit 4 Leben, die müssen mich nur noch einmal anhauchen. Und das ist ja interessant. Ja, toll. Was passiert denn, wenn ich hier runterfalle? Kriegt das Schaden? Nein. Gar keinen Schaden. Okay. Ja, die Kiste blinkt. Ich bin noch hier. Das kann ich jetzt knicken. Dann gucke ich lieber, dass ich noch mehr XP zusammenkriege. Hierfür noch ein Upgrade. Rampage lohnt sich jetzt auf jeden Fall. Und das größte Problem sind jetzt wirklich die Schildtypen. Die muss ich eigentlich von der Seite treffen. Oder von hinten. Weil da nehmen sie, glaube ich, sogar mehr Schaden. Weil anders könnte ich die halt überhaupt nicht erledigen. So, wie sieht denn das hier aus? Da hinten gurken noch welche rum.
Ja, okay, aber Schaden ist generell auch so ein bisschen schwierig. Gut. Bomben-Upgrade. Mehr Luck. Ich nehme Bomben-Upgrade. Ich kann das jetzt hier noch nur noch so ein bisschen über Schaden. Ein bisschen mehr überleben. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Okay. Gut, 253.000. Auf jeden Fall wieder ein paar Punkte bekommen. Dann gehen wir mal ganz kurz zurück. Und das war jetzt der totale Highscore. Gut, auf jeden Fall mehr Damage. So, dann haben wir noch 4. Dann hätten wir jetzt hier Yuri Skill. You gain damage for everyone. Percent of missing HP. Das ist für mich auch ganz nett. Ich nehme das jetzt aber Artefakt. Ich nehme jetzt erstmal ein Artefakt, weil das können wir dann ausrüsten. Dann haben wir noch 3. Dann nehme ich, packe ich auf jeden Fall einen Punkt rein, weil brauche ich sowieso, um da weiterzukommen. Critical Chance. Blood Sacrifice. 5% des Lebens verlieren. Kriegen wir Blut und Fire Rate für 5 Sekunden. Okay, also quasi Tauschgeschäft. Artefakte haben wir unser erstes und gerade mehr Damage will ich haben, will ich mitnehmen. Und ich würde sagen, ja, wir machen das jetzt nochmal. So, und Skill Tree, wir haben da auch noch ein paar Punkte, aber ich würde vielleicht erstmal noch ein bisschen sparen eventuell. Das ist natürlich schon krass, ne? Das ist für alle Waffen, da steht plus 7% Damage. Ah, das muss dann doch auch, das gilt doch dann auch für alle Waffen, oder? Dann machen wir plus 9. Okay, das ist jetzt nicht so groß. Aber nochmal plus 7 wäre vielleicht ein bisschen viel. Dafür brauchen wir 2. Haben wir nicht. Dafür brauchen wir 1. Haben wir nicht. Und die ganzen anderen Sachen, ich hätte hier vielleicht auch erstmal einen Punkt reinstecken sollen, damit wir an die Sachen rankommen. Max HP. Mehr Schaden gegen Bosse, das will ich auf jeden Fall auch haben. Aber kriegen wir jetzt noch nicht. Gut, dann, ganz ehrlich, dann haben wir... Ich überlege gerade, nehmen wir nochmal dieselbe Karte. Ja, komm, nehmen wir nochmal dieselbe Karte. Und dieselbe Startwaffe. Da oben hätten wir einen Heiltrank. Obwohl, nee, ist nicht dieselbe Startwaffe. Oder? Nee. Doch, ist dieselbe. Irgendwie verwechsel ich sie manchmal mit der Submachine Gun. So, mehr Schaden jetzt am Anfang. Ich glaube, das ist schon eine ganz gute Idee. Weil dann fallen die nämlich alle so schnell um. Collect Range will ich nicht. Bombe hätten wir da wieder. Aber das ist auch alles ein bisschen schwierig. Hier, Lucky Cat. Chance auf Heilung. Recover all your ammo. Souls, Blood, Combo. Ja, aber es ist 1 aus 5. Ich nehme trotzdem die mal. So, auf Stufe 3 Slow brauche ich jetzt noch nicht. Ich nehme jetzt mal einen Launcher mit. So, für Flächenschaden. Und vor allen Dingen möchte ich hier doch gerne erstmal raus. Kann ich mich da an das Seil hängen? Das sieht so aus, als ob man das könnte. Geht das? Irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Echt, das muss doch gehen. Reload Speed. Ja, vor allem mit dem Launcher würde ich das dann... Na, das ist, glaube ich, schon ganz gut. Warum läufst du noch? Oder warum stirbst du nicht, besser gesagt? Machine Gun Upgrade. Okay, Slow wäre jetzt vielleicht was schon. Aber wenn ich einen Launcher habe, sollte ich eher auf mehrere Gegner gehen. Gut, du bist jetzt nicht so das Problem mit Raketenwerfer. Ist noch einer.
Geh mir nicht auf den Zwirn. Oh ja, hier bin ich super. Da war ja ein Loch. Okay, erstmal auf die andere Seite gehen. Ich habe jetzt die Katze auch mitgenommen in der Hoffnung, dass sie mich vielleicht hier und da auch mal heilt. Stufe 2. Value 2. Okay, doppelt so viel dann wahrscheinlich. Dann nehmen wir das auch mit. Jetzt kommt der Typ wieder angerannt. Lad nach. Launcher. Was ursacht Burn Damage? Nehmen wir auch schon mit. Hinter mir wieder was. Das gefühlt immer noch ein bisschen zu wenig Schaden. Brauchen noch mehr Upgrades, damit das alles ein bisschen besser läuft. So, ich konnte mal erledigen. Kiste, die liegt hier ganz gut. Rampage. Ich muss jetzt echt mal gucken. Explosion Radius mit dem Lightbringer. Ich brauche noch mehr Waffen. Ja, Hilfe. Oh Gott, ist das nervig. Ja, die kann man so ein bisschen austricksen. Man muss halt nur mal auf eine Erhöhung dann runterspringen. Dann müssen die den ganzen Weg rumlaufen. Oh Gott. Mann, ey. Für die brauche ich auf jeden Fall Slow. Irgendwas mit Slow. Du hältst ein bisschen zu viel aus. Stufe 3. Ich nehme das jetzt erstmal. Die Katze wird es rausreißen. Also, was wäre denn der beste Plan hier? Okay, ich muss da irgendwie... Ja. Ich muss irgendwie das Seil benutzen können. Ich habe nur überhaupt keine Ahnung. Welche Taste? Ich versuche das jetzt nochmal. Vielleicht mit E? So, jetzt ist wieder die Frage. Und Boss spawnt. Ja, super. Ist natürlich immer auch eine gute Idee, genug Blatt zu haben. Stufe 4 oder noch eine Waffe. Das wäre nochmal mehr Damage. Um halt die Fähigkeit dann direkt auf den Boss zu benutzen. Oder man kann das halt so schnell wieder... Y! Verdammt! Komm schon, das ist ein weiter Weg. Aber das klappt. So, Lightbringer 2, Weakness. Gegner machen weniger Schaden. Ha, interessant. Oder halt noch ein Launcher. Also wir haben 3 Waffen. Ich nehme jetzt nochmal einen Launcher. Weil, ja wie gesagt, standardmäßig haben die irgendwie 2 Schuss. Dann müssen sie nachladen für ein paar Sekunden. Das ist echt ein bisschen mager. Weil ich habe hier auch Autoschießen. Dann steht da einmal ein Gegner. Je mehr Waffen ich habe, desto mehr kann ich dann auch verschießen. Was wiederum heißt, ich muss da nicht so hundertprozentig drauf achten. Oh, ja, komm. Direkt so einer. Kann ich denn nicht auf deine Füße schießen? Wobei, so ist das eigentlich ganz praktisch. Aber das ist trotzdem zu doof. Da unten haben wir jetzt eine. Ha, und da laufen schon so viele. Ich gehe jetzt runter.
Weil hier sind nicht so viele. Ich hätte noch mal... jetzt müssen wir da rein. Critical Chance, Max HP. Also Crit mit Rocket Launcher. Ja, zu wenig. Also dann nehme ich halt generell mehr Damage. Ich könnte auch Leben nehmen, aber ich glaube, die werden halt auch immer stärker. Oh Gott. Jetzt mach schon. Nein. So, ich will die Kiste. +2 Damage für jede Waffe, die wir haben. Wir haben jetzt leider noch nicht so viel. Das war jetzt glaube ich, auch nicht wert. Da so direkt hinzulaufen. Aber ich hätte die, glaube ich, alle nicht wegbekommen. So, Stufe 3. Mehr Schaden, mehr größeres Magazin. Kiste ist wieder extrem ungünstig. Das Spiel ist halt echt richtig super. Ich brauche halt nur mehr Upgrades. Dann wird es noch viel superer. Das ist halt immer so bitter, dass ich halt bestimmte Kisten nicht kriege. Oh, hallo, wo kommst du denn weg? So. Ich kann die jetzt hier auch erstmal so ein bisschen sammeln. Also, ne? Diese Wege sind halt ganz gut, dass sie sich da alle entlang quetschen müssen. Und wenn das zu viele werden oder wenn so einer ankommt, dann kann ich auch ganz einfach sagen, hey, ich springe hier runter. Jetzt ist ein Großteil da schon hochgelaufen. Dann kann ich mich erstmal um ein paar hier unten kümmern. Du hältst auch ganz schön viel aus. Okay. Vielleicht doch Sammelreichweite. Vielleicht doch. Jetzt bin ich wieder Boss. Oh Gott, ja, das ist schwierig. Schwierig, schwierig. Luck, Damage. Mehr Rüstung, weniger Speed. Wir haben eh schon wenig Speed. Also, ja, ist halt die Frage. Wir haben auch 0% Armor. Also, weiß ich nicht. So, hier nochmal so ein Raven. Ich kann zwar die ganze Zeit jetzt auf die draufballern, aber es sind halt zu viele. Ich komme halt nicht an die XP dran. Wir halten auch schon wieder mehr auf. Aus. Was zur Hölle? Ja, kriegt auch. Es dauert viel zu lange. Was ist denn hier so das Maximum an Gegnern? Mal ein bisschen XP einsammeln, die da so rumliegt. Lightbringer 2. Kriegt dann auch Weakness. Nehmen wir mit. Halt diese blöden Nester da zerstören, sonst werden es vielleicht ein bisschen viele. Eventuell. So, die sind jetzt alle da. Die sind schon da so weit gelaufen. Dann probiere ich das jetzt so. Rauf! Das ist auch eine extrem blöde... Ja, das war jetzt auch nicht so clever. Nicht so richtig. Reload Speed nehmen wir. Ja, die Kisten sind halt nicht so wirklich erreichbar. Ich mache zu wenig Schaden. Wenn ich weniger Schaden mache, kann ich mich auch schlechter bewegen. Das war jetzt, sah jetzt ein bisschen komisch aus. Ach, komm schon. Oh Gott. Laufe ich jetzt hier durch? Ricochet, ja, das würde ich sogar nehmen, noch als Upgrade. Und jetzt da den Weg freischießen, damit wir die Treppe zumindest hoch können. Jetzt nicht so lange hier langlaufen, sondern dann gehen wir erstmal wieder hoch.
Also die Karte ist halt, ne? Also ich sag jetzt einfach mal, wenn ihr das spielt, spielt die erste Karte. Wenn ihr noch keine Upgrades habt. Weil das ist halt echt... Oh, komm, komm schon. So, das haben wir auch. Das sieht hier unten auch schon wieder sehr gut aus. Macht das Schaden? Macht das keinen Schaden? Gott, ja, ja. Das ist schwierig, 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 schwierig. Macht keinen Schaden. Was macht das dann? Mehr Damage oder irgendwas in der Richtung? Kann ich aber auch kaputt schießen. Wo kommst du denn her? Ja. Okay, gut. Da war dann Ende. Ah, ich sollte nochmal die erste Karte spielen. Ich glaube schon. Also ich brauche halt echt ein bisschen mehr Schaden noch. Also 20% mehr Schaden gefühlt. Dann wäre das wesentlich besser gelaufen. Was haben wir denn jetzt hier? Constellation. You can't use alternative shots. You start with a weapon in the hand. Ja, links und rechts. Ja, sowas. Das ist aber auch nicht... Finde ich nicht so interessant. Gut. Dann haben wir immerhin wieder so ein paar Münzen. Und wir können mal gucken. Davon haben wir... Das geht dann wahrscheinlich auf 11 hoch. Also dann würde ich eher sagen, ich packe hier erstmal noch 2 rein. Oder... Ja, ich glaube schon. Also mit dem auf jeden Fall... mehr Schaden. So, dann hätten wir das. Dann können wir hier nochmal bei den Upgrades schauen. Dann müsste das jetzt eigentlich auch schon reichen für fast für Stufe 5. Ich spare auf Stufe 5, weil jetzt sind wir bei plus 20%. Dann sind wir bei 25% mit den anderen Damage-Upgrades. Selbst wenn ich jetzt 10, 20 Leben mehr habe im ersten Moment, was bringt mir das? Die werden immer stärker, machen immer mehr Schaden. Dann das verpufft halt so schnell. Aber prozentual generell mehr Schaden zu machen. Also sowieso immer so in solchen Spielen. Wenn man etwas hat, was prozentual skaliert und etwas hat, was halt einen festen Wert hat, dann würde ich in den meisten Fällen immer das nehmen, was prozentual skaliert. Gut, dann würde ich sagen, machen wir nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.